Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Duisburg City. Wir haben wie immer alle Neuigkeiten rund um das Duisburger Stadtgebiet für Sie zusammengefasst. Das Forum in der Innenstadt bietet beste Möglichkeiten, um ausgiebig zu shoppen. Aber auch um einen Kaffee zu trinken oder gemütlich etwas zu essen, gibt es ausreichend Gelegenheiten. Und lässt man dabei dann mal den Blick schweifen, fällt einem sofort das außergewöhnliche architektonische Konzept der Shopping Mall auf. Wir haben uns einmal mit der Architektin selbst über die Vorzüge des Forums unterhalten. Das Forum Duisburg mit rund 60.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und 1.200 Parkplätzen zählt es zu den größten innerstädtischen Zentren Deutschlands. Hier finden neben Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit auch Büros und Dienstleister ihren Platz. Seit der Eröffnung im Jahr 2008 hat sich das Forum zu einem der beliebtesten Orte in Duisburg entwickelt. Dafür hat jeder Besucher so seine ganz eigenen Gründe. Weil es hier schön ist. Hier kann man schön shoppen gehen. Das macht richtig viel Spaß. Weil es klein, übersichtlich ist, weil es nicht so überlaufen ist wie Oberhausen. Ja, ist hell und angenehm. Also jeder Laden spricht einen so an. Es ist nicht so abgehakt. Man kommt rein und sagt, da gehe ich heute mal rein und da. Also ist alles ideal gemacht, finde ich. Weil ich hier mich ganz bequem hinsetzen kann, nach wunderschönen Kaffee trinken kann und nebenbei ein paar Besorgungen erledigen. Ja, dass das hier so schön hell ist, Licht kommt von oben rein. Ja, ist einfach von der Atmosphäre ganz nett. Finde ich sehr sauber, übersichtlich. Von der Aufteilung her finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Ja, die Architektur gefällt mir besonders gut, weil das so locker alles ist, sage ich mal. Und das so aussieht wie in einer kleinen Stadt. Diese Erscheinung ist natürlich nicht zufällig. Das Forum ist eine kleine Stadt in der Innenstadt. Das Mittelgebäude symbolisiert eine Kathedrale. Sie ist umgeben vom Dorfplatz, Straßen- und Häuserfassaden. Das Forum soll also ein Treffpunkt mit Verweilqualität für Bürger sein. Das ist durchaus gelungen, wie Entwurfs- und Projektarchitektin Yvonne von Salm findet. Sie begutachtet nach langer Zeit das Ergebnis und stellt fest, das Forum wird gepflegt und kommt gut an. Dass so natürlich so eine Immobilie gepflegt werden muss. Das ist so das Erste, was einem Architekten auffällt, wenn er nach ein paar Jahren kommt. Geht einer liebevoll damit um? Ja, es wird liebevoll mit umgegangen, es wird gepflegt und der Bürger nimmt es auch an und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man sieht es, dieses Rein- und Rausströmen und dieses nach oben und dieses Rauf und Runter, dass diese Vertikalität, es wird toll aufgenommen. Gut aufgenommen wird auch das wohl auffälligste Merkmal des Forums, die goldene Leiter. Sie ist etwa 54 Meter hoch, reicht von der Parkebene über die Verkaufsgeschosse bis über das Dach hinaus. Der 30-Tonnen-Koloss aus Stahl ist mit echtem Blattgold beschichtet und steht für einen Aufstieg. Die Leiter war ein Geschenk vom Bauherrn an die Bürger. Früher hat man ja auch, wenn man Kathedralen oder dergleichen gebaut hat, hat man die Kunst sehr hoch angesehen. Und es war früher immer so, dass man, wenn man der Stadt etwas geschenkt hat, auch immer ein Teil der Kunst. Es gab eine Skulptur oder irgendetwas wurde ja dem Bürger geschenkt. Und da kam die Idee der goldenen Leiter, das ist die Himmelsleiter. Sie geht eigentlich bis in den Himmel und das passt eigentlich, finde ich, sehr schön zu dem Aufbruch, den wir ja auch für Duisburg haben. Mit dem Forum stieg nämlich auch die Attraktivität der Innenstadt. Nicht nur Duisburger, sondern auch Besucher aus angrenzenden Städten und darüber hinaus genießen die einladende Atmosphäre und die zahlreichen Einkaufs- und Verweilmöglichkeiten. Wer also ein einzigartiges Shopping- und Wohlfühlereignis erleben möchte, ist hier genau richtig, im Forum Duisburg. Einen Vorsatz, den sich viele jedes Jahr immer wieder fassen, ist mit der Silvesterplanung rechtzeitig zu beginnen. Meistens steht man dann letztendlich aber doch alleine oder mit Freunden da und weiß nicht so richtig wohin. Eine gute Alternative zum klassischen Notfall-Raclette-Essen bietet das Casino an. Und wie man zwischen Spieltischen und Automaten dann richtig feiern kann, das sehen Sie jetzt.
Herr Braun, im Dezember gibt es viele Tage, um die man sich Gedanken machen muss. Da zählt einerseits Weihnachten zu, aber andererseits auch der Silvesterabend. Und um den macht man sich auch hier im Casino besondere Gedanken, denn Sie haben da immer ein besonderes Angebot. Was gibt es am Silvesterabend hier im Casino zu erleben? Ja, Sie sagen es. Nachdem ich alle Weihnachtsgeschenke dann besorgt habe, kommt Silvester um die Ecke. Und es ist halt immer ein Highlight hier in der Spielbank, Silvesterabend zu feiern. Wir haben wie jedes Jahr halt ein Begrüßungsgeschenk für unsere Gäste. Wir haben einen Begrüßungscocktail. Wir bieten eine tolle Show im Automatenspiel auf der Bühne an. Sascha Klar, der ein unglaublich mitreißender Entertainer ist, der auch halt ja bis ins neue Jahr spielen wird. Dann um 12 Uhr der obligatorische Mitternachtssekt und das musikalisch untermalte Feuerwerk auf dem Avodonplatz. Das hört sich fantastisch an. Viele Sachen, auf die man sich an dem Abend freuen kann. Für wen würden Sie denn sagen, ist ein Silvesterabend im Casino was? Es ist wie jeden Tag. Ich glaube, wir müssen ein Angebot schaffen, wo der 18-Jährige genauso wie der 80-Jährige sagt, wow, das war ein toller Abend. Und das ist auch unser Bestreben und unser Wille, das auch jedes Jahr wieder aufs Neue hier zu schaffen. Und die Resonanz aus den letzten Jahren gibt uns recht und sagt halt, ja, es war wieder ein unvergesslicher Abend. Jetzt spielt natürlich bei solchen Abenden auch immer der Preis eine Rolle. Wie sieht es denn da aus? Wie viel muss man da lassen, um hier im Casino Silvester zu feiern? Da lassen würde ich gar nicht so sagen, sondern wir sind, glaube ich, da sehr moderat bei unserer Preisfindung. Halt, ja, die Eintrittskarte für den Silvesterabend kostet im Vorverkauf 25 Euro. Wie ich eben schon mal erwähnt habe, inkludiert in diesen 25 Euro ist der Eintritt, ist das Begrüßungsgeschenk, sind die Schlüssel für die beiden Tresore, die jeweils mit 2016 Euro gefüllt sind, ist der Mitternachtssekt, die Show auf der Bühne und das Feuerwerk draußen um kurz nach 12 auf dem Avodonplatz. Jetzt können Sie das so erzählen, das war erfolgreich die letzten Jahre, aber Sie können es auch wirklich aus eigener Erfahrung erzählen, weil Sie nämlich selbst seit vielen Jahren auch hier in Duisburg den Silvesterabend mit Ihren Mitarbeitern, aber auch mit den Gästen verbringen. Was gefällt Ihnen denn persönlich an diesem Abend besonders? Der Silvesterabend ist halt unvergleichlich, weil die Gäste, die am Abend kommen, die bleiben auch den ganzen Abend und das heißt, das Haus ist extrem gut gefüllt. Es ist immer eine sehr, sehr gute Stimmung und wie gesagt, ich verbringe die letzten 35 Jahre Silvester immer in einer Spielbank, seit 8 Jahren hier in Duisburg und schaue mir hier in Duisburg auch sehr gerne dann nachts um kurz nach 12 gemeinsam mit meiner Frau das Feuerwerk an, weil die kommt dann immer kurz vor 12 und schaut mit mir gemeinsam dann das Feuerwerk. Wie schnell muss man denn sein, wenn man sich jetzt entscheidet, ich möchte Silvester im Casino verbringen? Ich glaube, dass man sehr schnell sein sollte und vor allen Dingen den Preis von 25 Euro im Vorverkauf nutzen sollte, weil am Silvesterabend selber kostet es 30 Euro. Und wir haben natürlich auch die Situation oder wir könnten die Situation haben, dass wir halt irgendwann sagen, wir können niemanden mehr reinlassen, weil es ist voll. Herr Braun, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Richtig gut und hochqualitativ essen und das zu günstigen und fairen Preisen. Dafür steht das Restaurant Inside im Duisburger Casino. Was Sie dort alles in modernsten Ambiente erwartet, wir haben nachgefragt. Im Herzen der Duisburger Innenstadt verbirgt sich ein ganz besonderes Lokal. Insider schätzen die Köstlichkeiten, die dort serviert werden und die einzigartige Atmosphäre. Die Rede ist natürlich vom Restaurant Inside. Hier im ersten Obergeschoss des Citypalais kommen Feinschmecker und Designliebhaber auf ihre Kosten. Das wissen auch die Mitarbeiter zu schätzen. Also wenn ich hier in das Restaurant reingehe, da habe ich nicht das Gefühl, ich bin in Duisburg in der Innenstadt, sondern ich komme mir vor, als wenn ich irgendwie in New York in einer Großstadt wäre. Das ist vom Style her, es ist absolut klasse. Ich glaube, das sucht seinesgleichen, also auf mindestens 100 Kilometer in der Runde. Wer so ein stylisches Restaurant hat, kann sich, glaube ich, glücklich schätzen. Und das tun wir alle, deswegen arbeiten wir auch alle gerne hier. Gourmets schätzen insbesondere die Neuinterpretationen von klassischen Gerichten. Aber auch außergewöhnliche Angebote wie zum Beispiel Champagnernächte oder Trüffel- und Hummerabende machen den Besuch im Inside zum absoluten Highlight.
Außerdem gibt es lohnenswerte Kooperationen mit dem Casino direkt nebenan. Es gibt verschiedene Angebote, die den Spielbetrieb und den Restaurantbetrieb miteinander verbinden. Man kann hier eine Pokererklärung oder eine Spielerklärung im Bereich Roulette, amerikanisches Roulette, erwerben. Dazu gibt es dann noch einen schönen Abend im Restaurant Inside mit einem Drei- oder Viergänge-Menü oder einfach nur mit dem Hauptgericht oder mit Fingerfood. Das sind so die Zusammenarbeiten, die mit dem Casino dann halt direkt erfolgen. Egal ob spezielle Menüs oder neu interpretierte Leckerbissen, ein Besuch im Restaurant Inside ist in jedem Fall ein Erlebnis. Und wer glaubt, dass das Erlebnis unbezahlbar sei, der irrt sich. Denn das Inside bietet Spitzenküche zum fairen Preis. Wer nun also auf den Geschmack gekommen ist, sollte schnell vorbeischauen im Restaurant Inside. Weitere Nachrichten und Services rund ums Stadtgebiet sehen Sie jetzt in den Duisburg City News. Es ist wieder soweit, der Duisburger Weihnachtsmarkt hat geöffnet. Mit strammen Schritten rückt die Weihnachtszeit immer näher. Die Tage werden kürzer und endlich hat auch der Duisburger Weihnachtsmarkt geöffnet. Genießen Sie stimmungsvolle Momente auf dem schönsten und größten Weihnachtsmarkt der Region. Neben diversen kulinarischen Köstlichkeiten vom Glühwein bis zu gebrannten Mandeln locken zahlreiche Stände zum Staunen und Verweilen. Wer es etwas aktiver mag, für den ist die traditionelle Eisbahn der Stadtwerke ein Muss. Oder wagen Sie eine Fahrt mit dem Riesenrad und lassen Sie in 38 Metern Höhe den Blick schweifen und die Seele baumeln. Mehr als 5 Wochen wird der Duisburger Weihnachtsmarkt seine Besucher erfreuen, auch in diesem Jahr wieder bis zum 30. Dezember. Forum Duisburg lässt Kinderwünsche wahr werden. Alle Jahre wieder erstrahlt das Forum Duisburg in weihnachtlichem Glanz. Doch was glänzt schöner als glückliche Kinderaugen? Genau aus diesem Grund gibt es auch in diesem Jahr wieder die Wunschbaumaktion unter dem Motto Lassen Sie Kinderaugen strahlen. In Kooperation mit Immersat Kinder- und Jugendtisch e.V. veranstaltet das Forum Duisburg die inzwischen tradierte Aktion. 300 Wünsche von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen hängen in Form von Wunschkarten am Wunschbaum im Forum Duisburg. Hierbei handelt es sich um Wünsche, die einen Betrag von 30 Euro nicht überschreiten. Die Besucher können einfach eine Wunschkarte auswählen und einen Weihnachtstraum wahr werden lassen. Start der Aktion ist am 20. November um 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite des Forums. Nostalgische Weihnachtsmarkt-Schneekugel. Ihnen hat der Duisburger Weihnachtsmarkt gefallen? Dann nehmen Sie ihn doch einfach mit nach Hause oder verschenken ihn als Advents- oder Weihnachtsgeschenk. Für 9,95 Euro gehört die nostalgische Schneekugel samt Mini-Weihnachtsmarkt Ihnen. Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie damit die schönen Erinnerungen an Ihren Besuch auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Verkaufsstart für die Winterwunderschneekugel ist Mittwoch, der 25. November. Erhältlich ist die Kugel unter anderem im Ruhr-Visitor-Center im City-Palais. Alle weiteren Informationen zum Verkauf der Winterwunderschneekugel finden Sie auf www.duisburger-weihnachtsmarkt.de. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr darüber wissen wollen, was aktuell im Duisburger Stadtgebiet alles los ist, dann schauen Sie doch im Internet nach und zwar unter www.duisburgnonstop.de. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal bei Duisburg City wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.